Donnerstag, der 14. Oktober. Das Allgäu hat viel zu bieten und wir möchten das zeigen. Unter diesem Motto will die Edition Allgäu vielfältige Eindrücke unserer Heimat auf hochwertige Fotos bannen und auf großformatigen Kalendern wiedergeben. Jedes Jahr aufs Neue. Einer der beliebtesten ist mit Sicherheit der Kult-Kuh-Kalender. Die schönsten Braunviecher auf Allgäuer Weiden und Wiesen und das aus gutem Grund, weiß Peter Elgers von Edition Allgäu in Immenstadt. Wenn Sie draußen sind, irgendwo in Deutschland oder in Europa und Sie sagen Allgäu, was hören Sie? Kühe und Käse. Klar, darum haben wir uns überlegt, das Markanteste, was das Allgäu zu bieten hat, sind unsere Kühe. Und die sind so schön, dass man auch einen guten Kalender draus machen kann. Einige der abgelichteten Rindviecher haben Hörner. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, als man vielleicht denkt. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Die meisten Kühe laufen inzwischen ohne Hörner herum. Ja, das hat verschiedenste Gründe, da mag ich gar nicht so viel drauf eingehen. Nur wir haben also beschlossen, dass wir in unserem Kalender nicht fälschen. Also nicht nur Kühe mit Hörnern bringen, sondern die Wirklichkeit darstellen. Und da haben wir eine ganze Reihe von Kühen, die keine Hörner tragen. Und als Betrachter des Kalenders kann man sich darauf verlassen, wo Allgäu draufsteht, ist auch Allgäu drin. Aber natürlich, das sieht man doch schon an der Farbe. Das ist Allgäuer Braunvieh. Und die Tiermotive wurden mit Bedacht ausgewählt. Die Motive, also das ist eine eigene Geschichte. Wir haben im Allgäu so eine Dichte von fantastischen Fotografen. Und uns ist es gelungen, die interessantesten Fotografen zusammenzufangen und in einem Kalender zu versammeln. Den machen wir jetzt schon im zweiten Jahr. Und das ist inzwischen ein kleiner Kultkalender geworden. Neben dem Kuhkalender 2011 startet der Immenstädter Verlag mit einer bunten Vielfalt Allgäuer Motiven ins neue Jahr. Sie können einen Bildkalender vom ganzen Allgäu erwerben. Den haben wir auch dieses Jahr wieder herausgebracht. Dann gibt es einen speziellen Immenstadtkalender zum 650-Jahr-Jubiläum, Stadtjubiläum der Stadt. Und vor allen Dingen und auf Wunsch von vielen Lesern haben wir dieses Mal auch einen Notizkalender. Ein bisschen kleiner im Format, auch mit Allgäu. Motiven und da sind die Mondphasen drin, da ist alles drin, was sein muss und man kann auch die Geburtstage notieren drin. Peter Splitt, RSA, der Allgäu-Sender in Immenstadt.